Herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Morgen gibt's ein Riesengewitter, was richtig geil ist, und der Gorobai ist auch dabei. Richtig geil, weil es ist der letzte Tag des Frühlings und wir haben so viele. Der vorletzte. Also wir haben am 28. ist der letzte Tag, ne? Das stimmt. Morgen ist der 27. Und ich habe Kartoffeln am Start ohne Ende. Am Stissel, wie man so schön sagt. Ja, Leute. Alter. So. Was ist hier noch? Kaffee? Nee, Kaffee ist nicht. Okay, let's go. Verkaufen. Und dann hat der Sklaventreiber, Herr Gorobai, uns ja irgendwie dazu gezwungen, jetzt Bäume zu fällen. Das ist eine Quest, zu der du nicht Nein sagen kannst. Ich hätte Nein gesagt. Die ist so easy mit dem Holz. Ich hätte da Wir brauchen doch auch Holz. Holz ist doch tatsächlich auch das, was man immer braucht. Ich wollte ja auch eigentlich einen größeren Stall kaufen. War das nicht so? Ja. War das nicht eigentlich meine Aufgabe? Ja, den Hühnerstall haben wir erweitert. Ach ja, ich muss noch Tiere dafür kaufen. Diese Session? So. Das Holz darf ich aber in eine Kiste legen, ne? Das muss ich nicht die ganze Zeit mit mir rumschlören. Das nee, das darfst du, also darfst du in eine Kiste legen. Das wird nämlich schwer auf Dauer. Ah ja. So. Und so starb der Wald. Ja, als die Tiere den Wald verließen. Schuld war Robin, die zwei armen Bauern einen riesen Deal lange vorgeschlagen hat. Alleine sie hat eine Werbeaktion. 1000 Holz. Ja, erstmal den Ball. Erstmal ihr Arbeitsmaterial roden. Ich bin gespannt, was die Belohnung ist. Ich bin gespannt, wie sie das rechtfertigen will gegenüber dem Naturschutz. Einfach nur gespannt, was die Belohnung ist. Weil alles, was kein Rabatt ist, bin ich nicht interessiert. Hier, Goro, ich habe einen schönen Stuhl aus den 1000 Holz geschnitzt. Ja. Muss ich. Ah, ne, ne. Gar nicht drauf klar gerade. So, heute. So, wie viel Holz fehlt denn noch? 270. Bin ich wieder mit Kühe dran, ne? Yes, Sir. Du bist Anfang der Folge immer mit Kühe dran. Ich. Ende der Folge. Die Frage ist halt, gehe ich zu Robin, also gehe ich jetzt schon zu Robin oder warte ich noch, bis wir die 1000 Holz gerodet haben? Letzteres lohnt sich natürlich deutlich mehr, ne? Dann machst du nur einen Gang. Ja, aber auf einer Seite, jeder Gang macht Schlank, ne? Kommt darauf an, wo der Gang hingeht. Wenn du auf dem Gang, wenn du unterwegs nur bei Meckes anhältst, nicht. Bist du mehr so Team McDonald's oder Team Burger King? Ah, kommt drauf an! Ist launenabhängig. Echt? Ja. Boah, das ist schwierig. Was seid ihr denn, Chat? Seid ihr Team Mac ist oder Team Burger King? Team KFC zählt nicht. Also die Burger sind natürlich bei Burger King ein Stück geiler, ne? Ja, aber die Chicken-Sachen sind bei McDonald's geiler. Die sind natürlich da geiler, das stimmt. Ja, siehste? Es kommt auf die Laune an. Das ist auf jeden Fall eine schwierige Sache. Beides. Aber wenn man jetzt wählen müsste, Xenia, wenn du jetzt wählen müsstest. Es steht ein KFC, ein McDonald's und ein Burger King nebeneinander. Wo geht ihr rein? Auf jeden Fall nicht in den KFC. Und ein Subway steht auch noch daneben. Oh, jetzt wird's schwierig da. Ja. Ich würde schon Subway gehen. Subway. Ich würde auch zu Subway gehen. Ich glaube aber auch, ja. Hast du mehr für dein Geld? Gefühlt auf jeden Fall, ne? Ja. Und es gibt Cookies bei Subway, richtig. Die sind auch gut. Dann Subway, ja. Dann. Ich sehe das schon. Subway ist hier. Extra long chili cheese. Es gibt meist auch Wraps, ja, bei Subway gibt es auch Wraps, glaube ich. Ansonsten zum Dönermann meines Vertrauens. Das geht natürlich. Ah, das geht immer. Darüber geht natürlich nichts, ne?
Gibt's ja nicht in Dänemark, keine guten, ne? Döner? Ja, haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Haben sich die türkischen Mitbürger nicht zu euch verirrt? Durum gibt's viel. Dürüm. So Dürüm-Rollen. Hä? KFC Dürüm, warst Dürüm, du noch. Aber Dürüm ist doch wie Lammerjunde ohne das Zeug da drin. Ja. Aber ist doch auch geil. Ja, aber nicht, wenn du einen Döner willst. Ja, aber ein Döner und Dürüm ist doch same shit, nur dass der Dürüm gerollt ist und der Döner in der Tasche. Das stimmt. Oh, wir haben den Auftrag erfüllt. Ja, ich muss eh zu Robin. Kannst du den auch noch abgeben? Bei dir oben? Ja, 2500 bekommen. Ja. Sehr gut. Haben wir ja 5000G gemacht. Das ist ja 5000G und 1000 Holz. Die hätten wir auch so machen können, aber ist ja okay. Aber so haben wir noch Geld bekommen. Du. Beschwör mich nicht. Ich habe jetzt optional eventuell mein ganzes Inventar voll mit Holz und anderem Kram, aber sonst. Sonst ist gut. Braucht man Erdbeer für irgendwas? Ich weiß nicht. Behalt die erstmal. Ach, Robin macht auch früh Feierabend. Na, ich muss mal los jetzt. Chat, ich brauche ein Küchengerät. Da hatten wir den Savage Maker, haben wir schon gehabt, oder was? Hab schon. Oh, was für ein Küchengerät ist es denn geworden? Was für ein Tier vor allem? Eine Ente. Und wie heißt die Ente? Kannst du nachher gucken. So. Luxusstall. Okay, wir haben jetzt. Soll ich eine Ente kaufen? Nur ja, ne? Oder zwei? Machst mal nur eine. Ja. Tierbedarf. Was haben wir denn noch hier? Schafsschere brauchen wir. Wo können wir schon mal kaufen? Kriegen ja gleich Schafe, ne? Ne, Ziegen kriegen wir. Ne, was kriegen wir? Ich weiß es nicht. Ich hab da mal was beauftragt, nicht? Benjo, herzerfrischend. Robert hat den Bau von A großer Stall beauftragt. Statt der A? Ja, großer Stall. Ich glaube, wir kriegen eine Ziege, ne? Oder ein Schaf? Nee, ein Schwein? Nee, Schwein nicht. Hä, stimmt, Schafe gibt's ja auch. Hä? Aber es gibt doch auch Schweine. Kann man im letzten Upgrade dann zwei Sachen machen? Ja. Wir brauchen auf jeden Fall mindestens ein Trüffelschwein. Ein Trüffelschwein. Aber wir haben doch schon dich auf dem Hof, Nilfias. Oh, ich habe Willi schon zwei Geschenke gegeben. Das ist natürlich sad. Willi hast du schon zwei Wochen gegeben. Gute Willi. Der Willi, der hat schon vier Herzen bei mir. Nicht viel. Ziege ist beim großen Stall, Schwein und Schaf beim Luxus. Okay. Dann brauchen wir die Schafschere ja doch noch nicht. Man lernt nicht aus hier bei Stardew Valley Town. Man lernt nicht aus. Oh, der Pierre hat heute Geburtstag. Oh, nee. Und morgen hat auch noch ihr Geburtstag. Oh, nee. Und wer ist Sandy? Sandy ist die in der Wüste. Ach so. Was mag er denn, der Pierre? Weiß ich nicht. Und der hat heute Geburtstag, sagst du? Mhm. Ja, das ist so ein Kaffeetyp eigentlich. Schmeiß eine Bohne in die Kiste, hol eine Tasse raus. Ich dachte so, mach mal Kaffee. Das sah auf jeden Fall gut aus, so. Hey. Fertig. Supermarkt um die Ecke. Ah ja, Döner. Ach, so eine richtig geile Currywurst ist auch nicht schlecht, ne? Jetzt zur Currywurst. Wo ist Pierre dann? Ist Pierre im Der war gerade noch im Laden. Ja, jetzt nicht mehr. Ist Pierre abends in der Bar? Ist er so der Bartyp oder? Der Binturong ist geändert. Wollen wir gleich mal gucken. Ach, da war die Bar.
Alles auf einmal hier. Wie soll ich denn das machen? Pierre? Da ist Pierre. Du hast dich an meinen Geburtstag erinnert. Das freut mich. Danke. Ach nee, so spricht Pierre gar nicht. Ah ja. Du, manchmal synchronisiert man die halt auch anders. Wo ist er denn? Ach, hier steht er doch. Ein Geburtstagsgeschenk? Das ist sehr nett von dir. Ich liebe es. Ah, nice. Was macht er denn? Was hast du dem denn gegeben? Käse. Oh, ist das ein geliebtes Geschenk? Ich weiß nicht. Ich habe auf gut Glück gemacht. Ich habe ihm Kaffee gegeben und das ist nur ein beliebtes Geschenk. Morgen hat Emily Geburtstag. Da weiß ich auch schon, was sie ihr schenkt. Ein Diamanten. Nee, aber auch ein Edelstein. Stimmt, die mag ja Edelsteine. Amethysten, oder wie die heißen. Amethysten. Mag die die nicht? Ja, die mag Amnestisten, Ärzte, was? Ärzte? Ohne Grenzen. Hm. Kaffee raus, Mayonnaise rein. Was? Klingt nach einem komischen Fetisch, aber mit. So, ich habe hier alles. Holz habe ich ja abgebaut und Robin fängt morgen ihr Dings an. Gehen wir heute mal früh ins Bett. Zieh nicht ein. mit dem ungesunden Kram denke ich immer, das schmeckt gut. Das kann nicht schlecht für den Körper sein. So, das muss auch so sein. Also. Döner ist ja auch nicht schlecht. Oh, Handwerk oder Landwirt? Alle Pflanzen wachsen schneller. Handwerkswaren sind mehr wert. Ah, das da. Was bist geworden? Handwerk. Echt? Mm. Oh. Ich bin Landwirt. Ja, das ist doch perfekt. Kann man aber ändern, wenn man will. Ach ja, es regnet. Es regnet. Und morgen. Herzlich willkommen zum Abschluss meiner kleinen Herausforderung. Ich bin beeindruckt. Ach, Robin. Neues Herstellungsrezept: Steintruhe. Und 30 Heu von der Mani. Oh, Mani schenkt mir nichts, aber Robin hat mir auch das Ding gegeben. Ich habe halt keine Erze mehr, die ich in meinen Ofen schmeißen kann. Eine Steintruhe, wofür braucht man eine Steintruhe? Weiß nicht, die ist optisch, glaube ich. Im Moment, Steintruhe? Ein Ort zur Aufbewahrung deiner Gegenstände. Ist die größer oder so? Gucken wir mal. Die ist auf jeden Fall hübsch. So. Die sieht nicht schlecht aus, da hast du recht. Die ist nicht größer. Die ist nicht größer, die macht aber auch kein anderes Geräusch. Die sieht einfach nur besser aus. Ja. Von mir aus soll das so sein. Das abgeben, ja, das lohnt sich alles nicht abzugeben. Machen wir mal so. Bam, 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 bam. Da war das nicht drin. Hallo, meine kleinen Chickens. So, gib mir die Eier. Ach ja, ich muss auch so den Kühen. Hallo, meine kleine Ente. So. Nam, nam. Kannst ja gucken, wie sie heißt. Es ist besser, wenn du es so siehst, ohne dass ich es sage. Ist das das Hüten? Instant Pot. Finde ich cool. So. Warum nicht? Robin steht hier im Kuhstall und arbeitet. Sehr gut. So haben wir das gern. Ist die Kuh jetzt schon ausgewachsen? Ja. Ist sie. Jetzt habe ich gar nicht auf den Wetterbericht für morgen geguckt. Sonnig. Wenn Sonnig. Game Virus. Herzerfrischendes. Moin. Das ist ja belastend. Ja, 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 ja. So, das haben wir auch alles. Ach, fuck, ich wollte es ist eigentlich. Samstag. Also, warte mal, dann will ich hier rein. Nee,
Aber es ist gut, wenn es regnet, ist keiner draußen, dann kann man die Mülltonnen durchwühlen. So. Okay. Fuck, kommt Emily auch nochmal raus aus ihrem Zimmer, wenn es regnet? Hallo Emily, ich habe ein Geschenk für dich. Und Emily so. Verschwinde! Wegen dir wohnt die da jetzt ganz allein in dem riesigen Haus. Ah, das zweite Zimmer ist noch. Du kannst ja mit Emily. Das wäre natürlich. Die kann man, glaube ich, nicht, oder? Doch, Emily geht. Muss ich mal mit Lea reden. Wir müssen reden. Emily ist doch auch die einzige in Stardew Valley, die, bevor du mit ihr verheiratet bist, schläft die bei dir im Bett. Ich hätte fast einen Fehler begangen. Ich hätte Willi fast einen Amethysten geschenkt. Zum Glück habe ich ihm diese Woche schon was geschenkt. Und Willi nur so, das gefällt mir nicht. Das will ich nicht. Konntest du bei Emily nicht rein, oder was? Nee, die ist... Ich habe ihr ein Geburtstagsgeschenk gegeben. Schick die mal raus. Nee, die steht hier und macht hier was. Ich habe die Tür extra auch zugemacht für dich. Die ist noch offen bei mir. Aber es zählt nicht. Ah, diese unsichtbare Kraft. Warte, ich schmeiß dir das gegen den Kopf. Hier. Ah, sie kommt raus. Ach, sie hat gesehen, wie ich mit dem Amethysten gewunken habe. Und gedacht, was will denn der komische Typ von mir? Ja, hier. Das ist natürlich belastend für dich, dass sie da nicht rausgekommen ist. Die ist raus. Ach so. Aber wieso bin ich denn so gut mit ihr befreundet? Wegen Hayley, weil du dich damit dran gemacht hast. Ach ja, jedes Mal, wenn ich Hayley ein Geschenk gegeben habe, habe ich gedacht, komm. Ja. Kriegt Emily auch noch eins. Du hast geguckt, welche williger ist und Hayley war halt williger. Oh, ich habe 5 Herzen bei Emily. Ich habe 4. Ich bin auch nicht so schlecht dran eigentlich. Eigentlich müsstest du aber in ihr Zimmer können. Ja, vielleicht jetzt erst nach dem Geschenk. Ach so. Ja, das ist wild. Du, das ist wild. Ja, dann dachte ich mir auch gerade. Die brauche ich. Hast du dasselbe gedacht wie ich? Nee, weiß nicht. Ich brauche auf jeden Fall noch ein besseres Schwert. Wo kriege ich denn das her? Döner jetzt geil wäre. Du sollst mir sagen, wo ich das bessere Schwert herkriege. Indem du eine prismatische Scherbe findest und das gleiche Schwert holst wie ich. Ja, die finde ich nicht. Wo konnte man die finden? Ja, die findest du halt in Höhlen random. Oder wenn du Geoden aufbrichst. Das kann auch passieren, dass einer rauskommt. Oh. Muss ich mit Clint zusammenarbeiten. Hab ich so gar keinen Bock drauf. Ja. Musst du halt mal mit Clint zusammenarbeiten. Auf gar keinen Fall. Musst du den Hintern halt mal hinhalten für Clint. Auf gar keinen Fall. Aber das ist das Letzte, was passieren wird. Clint und ich, wir hassen uns. Glaube ich nicht. Ist eher so eine Hassliebe. Stimmt, ich hasse Clint. Er mag mich. Wow. Prismatische Scherbe. Das war ein Stein. Was habt ihr denn für den Sommer? Kann ich schon mal einkaufen hier? Na, du auch hier? Ach, hi. Hast du auch die Quest angenommen? Ja. Was hatten die hier noch zu verkaufen? Hallo Pixels. Rote Beete. Ja, da hast du es schon mal. Ich kann schon mal für den Herbst kaufen. So. Ja, dann nehme ich mal rote Beete mit. Rote Beete. Gehst du wieder nach Hause? Ja, schon 16 Uhr. In die Höhle lohnt nicht mehr. Okay, weil ich muss nochmal in die Höhle. Aber kannst du sonst mal die rote Beete mitnehmen? Ich kann mit in die Höhle und die beschützen, wenn du da jetzt direkt. Achso, ja, das kannst du auch machen. Ich muss ja noch Ebe 25 erreichen, das wird aber erstmal nichts. Oh, das wird ohne Schwert nichts so. Also ohne cooles Schwert. Die kriegst du nicht kaputt. Na toll. Da ist ein Loch, komm, hier ist die Treppe, die ist direkt offen, lass rein. Let's go!
brauche ein paar Ärzte, so von daher passt das ganz gut. Du beschützt mich, das ist, finde ich, sehr löblich von dir. Ich renne einfach mal durch. Nimm das Gold. Oh, ich gehe schon mal. Gold nehme ich noch mit. Ich brauche ein Piratenschwert, so sieht es nämlich aus. Ah! Skelett wieder da. So. Die Frage ist halt, wo. Oh! Oh. Yo, yo, yo. Das war, was die Leute so mögen. Eine sehr gute Notiz, die ich nicht brauche. Oh nein. Hier ist die Leiter. Ich glaube, wir müssen zusammenarbeiten. Wieso hast denn du so ein krasses Schwert auf? Weil das die prismatische Scherbe ist. Ich hatte die schon voll früh und habe überlegt, ob ich mir das Schwert insto. Aber dann habe ich die erst bei Gunther. Guck mal, in das Loch sollten wir auch. Aber das tut weh, wenn du da reinfällst. Aber du fällst einige Ebenen tiefer. Ja, mal ausprobieren. Wie viel Health brauche ich denn? Ach, nicht so viel. Du stirbst du nicht. Aber wir können sein, dass wir uns jetzt trennen. Ich bin 4 Ebenen runtergefallen. Ich auch. Okay. Ein bisschen Health hat man verloren. Da gönne ich mir mal lieber einen Käse zwischendurch. Stehe ich in der Höhle und esse einen Käse, weißt du? Boah, wir hatten so einen richtigen Stinkekäse hier zu Hause letztens. Hier ist das Loch. Also bis heute quasi, ne? Heute habe ich das letzte Stück gegessen. Das fand Tyska überhaupt nicht witzig. Käse, also Stinkekäse kann ich ja überhaupt nicht essen. Nein. Fand Tyska überhaupt nicht lustig. So Gouda oder Butterkäse geht nur. Das war aber so ein richtiger extra gelagert. Ich hab die, das Herunterding gefunden. Ja, ja, ich hab auch ein zweites gefunden daneben. Ebene 11. Ja, das wird erstmal nichts, denke ich. Noch ein Fragment. Wenn wir ein paar Löcher finden, wo wir runterfallen können, dann schon. Hier ist das Loch oben rechts. Bin on the way. Ich finde, das ist eine gute Arbeitsverteilung, dass du fightest und ich. Das Schwert, ist Abbau. Halt echt, das Schwert ist halt echt krank. Höhlenkäse passt doch, stimmt. Höhlenkäse ist. So ein leckerer Brie ist auch nice. Ich hoffe, ihr habt vorher. Nee, viel von rein! Hier ist das Loch. Okay. 8 Ebenen, holy fuck. 8 Ebenen. Das 25 viel, wird das doch hat, noch was. Das hat auch viel Damage gemacht. Ging. Ich habe voll gehabt eben. Brauchst du einen Käse? Ja. Ja? Ja, wenn du einen hast. Ja, kann ich den droppen, warte. Da. Okay. Du hast den? Mhm, frisch von dem Friesen abgeschabt. Das ist Goros Haus gemacht. Hier ist die Leiter oben rechts. Oben rechts? Ja. Komm schnell. Würzigen Aal habe ich bekommen, jawohl. Würzigen Käse. Warte mal, würziger Aal erhöht mein Glück, glaube ich. Achtung, hinter uns. Ja, ja. Geh ohne mich. Ich habe eine Bombe bekommen. Nice. Oh, würziger Aal erhöht mein Glück. Den muss ich leer essen. Noch 4 Ebenen. Da ist noch ein Drache unten. Oh, die Kisten wollen wir aber haben. Die Kisten wollen wir haben. Weg ever, ey. Mach du frei, ich hau. Okay. Och, der längste Weg, es ist schon 23 Uhr. Ah, falsche Waffe. Ist halt, halt super uncool, weil wir eben der 21 sind. Ja. Wenn diese Ebene nicht kommen würde, ne? Hasse die. Baue hier schon immer ab. Oh nein. Oh, Fehler gemacht. Oh, oh. Kriegst du den? Ja, ja. Auf dem Weg frei. 23.
Ich hab ihn. Ja, aber die Kisten. Entschuldigung. Oh, so viele. Warte, ich brauch auch. Ah, die du holst. Dann teilen wir brüderlich. Wird schon spät. Und nächste Ebene ist der Weg schon frei. Nice, ich komme. Ich hab den würzigen Aal gegessen. Mein Glück ist erhöht. Noch zwei Ebenen, Nefi. Ich hau das Monster und hoffe, dass dann der Weg rauskommt. Kein Weg. Oh, nein, das wird nix. Das wird nix. Komm, ich hab extra den Aal gegessen. Wir müssen gehen, Goro. Scheiße. Ich lauf schneller als du. Wow. Fahr schneller! Oh nein! Wie lange braucht der Bus? Ah, halbe Stunde, Goros Bett ist doch machbar! Das Bett ist voll weit weg! Oh, ich bin drin! Pet Auto! Mist! Aber im Haus passiert doch nichts, oder? Ich glaube nicht. Bin mir unsicher. Scheiße. Oh Mann, wir waren die vorletzte Ebene. Ja, müssen wir nochmal hin. Ja, kein Ding. Müssen wir nochmal hin jetzt. Jetzt? Nee, viel. Nächste Folge, dachte ich. Ja, nächste Folge, müssen wir da nochmal hin. Scheiße, Dreck. Scheiße, Dreck. Gut, es war schön, es war witzig. Gleich nochmal rein, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen auf YouTube. Wir sehen uns bis dahin. Haut rein. Ciao.